Lieber Herr Hubel, ich begrüße Sie als Direktor des Aachener Quellenhofs in Aachen. Sie sind ja Direktor des Hauses seit? September letzten Jahres. Also man kann sagen, Sie sind fast ein Jahr jetzt hier in Amt und Würden. Wie haben Sie sich als Fassköllner in Aachen eingelebt? Ausgesprochen gut. Ich finde die Stadt und die Region sehr ansprechend. Sie ist vielfältig, man kann viel erleben. Und es leben sehr viele nette Menschen hier, die mir doch die Türen sehr schnell geöffnet haben und mich mit offenen Armen empfangen haben. Was ist der Reiz, ein Haus wie das Quellenhof als Direktor zu führen? Den Quellenhof führen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Den Reiz daran macht aus, dass das Haus fast 100 Jahre alt ist und ein Grand Hotel ist. Und es gehört zu den Top 20 der Grand Hotels in Deutschland. Und das ist eine Sache, die man nicht alltäglich angeboten bekommt, sondern das ist schon eine besondere Ehre, so etwas dann machen zu dürfen. Wir sitzen jetzt hier auf dieser wunderbaren Terrasse. Ist diese Terrasse ausschließlich Ihren Gästen vorenthalten oder gibt es Dinge, die hier im Sommer stattfinden, Veranstaltungen? Selbstverständlich ist sie nicht nur unseren Gästen vorbehalten. Es wäre schade, diese schöne Terrasse eigentlich nur für unsere Gäste parat zu halten. Wobei ich bei Gästen natürlich jetzt nicht nur unsere Hausgäste ansprechen kann, sondern im Gegenteil, der Satz muss eigentlich heißen, es ist für alle Gäste, die wir hier gerne begrüßen möchten. Das heißt also Gäste aus Aachen, aus dem Umland oder weltweit. Wir sehen jeden Gast hier gerne auf der Terrasse und wir bieten natürlich auch vieles neben dem normalen Alltagsgeschäft an. Wie zum Beispiel eine Terrassenparty zur Eröffnung am 1. Mai. Jazz-Frühschoppen sind geplant. Es ist geplant, mehr Baraktivitäten nach draußen zu verlegen. Also Sie sehen, es sind ja wirklich einige Ideen, die dann noch in der Schublade und in unseren Köpfen sind, die wir gerne in den nächsten Monaten umsetzen möchten. Herr Hubel, was bietet der Quellenhof neben der klassischen Übernachtung an Dienstleistungen für seine Gäste? Sehr vieles. Ich beginne einfach mal mit unserem Spa-Bereich. Le Spa bietet nicht nur kosmetische Behandlungen und Saunen, sondern vor allen Dingen auch Ruhe und Möglichkeiten zum Relaxen und das den ganzen Tag über. Sie können morgens um 9 beginnen und können sich dann über mehrere Stunden in dem Bereich aufhalten, am Nachmittag einen schönen Saunagang machen, anschließend vielleicht noch die ein oder andere kosmetische Behandlung, bevor Sie dann am Abend ganz entspannt nach Hause gehen und sich über die schönen Stunden hier im Quellenhof freuen. Aber nicht nur das, sondern wir haben eine wunderschöne Bar. Ich glaube fast, das ist die schönste mit in Aachen, die Elephant Bar, die viele Gäste dazu animiert, gerne hierher zu kommen, auch hier mit Freunden Stunden zu genießen, gute Cocktails, Spirituosen, Weine zu genießen, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen, das auf jeden Fall. Aber, und das ist auch neu, dass wir Cocktailkurse anbieten und da finden in diesem Jahr noch 3 Cocktailkurse statt. Günstigsterweise natürlich am Samstagnachmittag, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Gäste die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und zu denen auch nicht so viel Verkehr in der Bar ist, sodass man das wunderbar mit unserem Barchef zusammen üben und trainieren kann. Wir haben ein sehr, sehr schönes Restaurant mit der Brasserie, vielen Aachenern bekannt und eine Top-Küche wird hier von John Rumpen gepflegt und die tollen Speisen werden von unserem wirklich exquisiten Restaurantleiter Pablo Steiner und seinen Mitarbeitern freundlichst und immer gut beratend den Gästen serviert. Herr Hubel, gibt es hier einen ganz speziellen Quellenhofgast oder wer sind Ihre Gäste? Ich würde sagen, den ganz speziellen Quellenhofgast gibt es nicht. Man könnte ihn, wenn man sagt speziell, dann eigentlich nur damit bezeichnen, dass er es liebt, hier in den Quellenhof zu kommen und gerne hier zu sein. Aber unsere Gäste an sich sind international. Sie kommen also eigentlich aus der ganzen Welt, auch aus den arabischen Ländern, sehr, sehr viele Gäste sogar. Sie kommen aber auch hier aus Aachen und aus dem Umland. Und das ist natürlich für uns besonders schön, denn es gibt nichts Schöneres für ein Hotel, als wirklich die Vielzahl der Gäste hier begrüßen zu dürfen. Und
vor allem, dass die Gäste sich auch untereinander begegnen und oftmals ins Gespräch kommen und dann natürlich auch da vielleicht sogar das ein oder andere an Freundschaft mit nach Hause nehmen können. Herr Hubel, wir sitzen ja in dieser wunderschönen Teehalle. Im hinteren Bereich ist ja die Kaminhalle und hier gibt es ja einige andere Räumlichkeiten, die ja wunderschön arrangiert werden können. Wenn Sie uns bitte erzählen, was hier alles in diesen Räumlichkeiten passiert und passieren kann. Wir haben mehrere große Säle. Saal Lissabon oder Saal Berlin werden von vielen auch Veranstaltern aus der Stadt Aachen genutzt. So zum Beispiel der Aachener Karnevalsverein ist es öfter zu Gast. Die mehrere Garden aus Aachen sind zur Karnevalszeit zu Gast. Also wirklich mit viel Rambazamba auch mal verbunden, aber sehr nettem Rambazamba. Und natürlich auch Veranstaltungen, die Gäste zu privaten Feiern eben ausrichten. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, bis hin zu Kommunion, Taufen oder Ähnlichem haben wir alles schon hier im Hause gehabt. Und es waren immer sehr, sehr schöne Veranstaltungen, wo wir auch so viele Dankeschreiben bekommen haben, wie ich es eigentlich sonst noch nie erlebt habe in meiner Laufbahn. Herr Hubel, in Aachen haben wir ja unser CHIO, wir haben den tierischen Ernst, also ganz hohe gesellschaftliche Anlässe. Wie wirkt sich das bei Ihnen im Haus auf die Auslastung und vor allen Dingen, was mich interessiert, welche Prominente verirren sich hier im Quellenhof? Das wirkt sich natürlich sehr positiv auf die Auslastung hier im Quellenhof aus. Das sind unsere Hochsaisonzeiten zum CHIO, zum Orden für den tierischen Ernst oder zur Karlspreisverleihung. Und das ist natürlich ganz automatisch, denkt man an den Karlspreis oder auch an den Orden wie den tierischen Ernst, dann haben wir sehr viele Prominenz hier, die wir begrüßen dürfen. Ob das eine Frau Merkel ist, die also hier im Hause schon war, oder Herr Schäuble, der zu diesem Jahr den Karlspreis verliehen bekommen hat, so setzt sich das eigentlich wirklich eine endlose Kette der Prominenz fort, die sich hier die Klinke fast in die Hand gibt zu diesen Zeiten. Gibt es auch Prominente, die hier überhaupt gar nicht erwähnt werden wollen, dass sie hier waren, die quasi sehr diskret bei Ihnen nächtigen? Gibt es sowas? Immer wieder. Die meisten Prominenten, die sehr prominent sind, sage ich jetzt mal, sind eigentlich diejenigen, die dann auch darum bitten, möglichst nicht genannt zu werden. Das heißt also, dass man nicht bekannt gibt, dass sie hier im Hause verweilen. Denn nur dann haben sie ihre Ruhe. Und es gibt natürlich auch Prominente, die vielleicht noch ein bisschen prominenter werden möchten. Die legen dann schon Wert darauf, dass es bekannt ist. Herr Hubel, wie Sie ja eben erwähnt haben, sind Sie ja fast ein Jahr Direktor des Quellenhof. Wird es unter Ihrer Regie Änderungen geben in der Konzeption des Hauses oder werden Sie das Bewährte, wie man das berühmterweise immer sagt, fortführen? Also ich werde das gut Bewährte natürlich fortführen. Das macht Sinn, das muss man auch tun, denn warum soll ich gut Bewährte Dinge ändern, um Neues auszuprobieren, von dem ich nicht weiß, dass es angenommen wird und funktioniert. Aber selbstverständlich haben wir viele neue Ideen und wir werden das Haus schon etwas ändern in seinen Abläufen, in der Gastansprache vielleicht auch, in dem Angebot, das wir für die Gäste und vor allem auch für die Aachener anbieten, um das Haus dann noch mehr zu öffnen, als es in der Vergangenheit vielleicht war oder zumindest mal den Eindruck zu erwecken bei unseren Aachenern, dass der Quellenhof wirklich für sie die gute Stube sein kann. Und das soll sie auch sein. Das ist eigentlich mein Wunsch und das ist auch der Wunsch von meinen Mitarbeitern. Herr Hubel, Sie haben das Schlusswort an unsere Zuschauer. Ja, lieber Öscher, ich freue mich, hier in Aachen sein zu dürfen und Ihren Quellenhof leiten zu können. Und ich freue mich über jeden von Ihnen, der uns hier im Quellenhof besucht, den wir betreuen und einfach gesagt betütteln dürfen, der sich wohlfühlt, hier rausgeht mit dem Gedanken, hier komme ich gerne wieder. Vielen Dank. Und wir danken Ihnen für das nette Gespräch. Gerne.